Bist du handwerklich begabt und hast keine Probleme mit körperlicher Anstrengung? Dann bist du hier genau an der richtigen Stelle. Wie der Name schon verrät, sind RohrleitungsbauerInnen für die verschiedenen Arten von Rohrleitungen zuständig. Das können zum Beispiel Gas- oder Wasserleitungen sein, die sie planen, verlegen und kontrollieren. Falls irgendwo eine Beschädigung vorliegt, setzen sie das entsprechende Bauteil wieder instand. Bei der Verlegung von Rohrleitungen müssen sie eng mit IngenieurInnen zusammenarbeiten und sich mit allen nötigen Maschinen, Geräten und Materialien auskennen. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 840 Euro, im zweiten Jahr 1120 Euro und im dritten Jahr 1360 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du werktags arbeitest und vor allem in Betrieben des Tiefbaus und bei Energie- und Wasserversorgern eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären MeisterIn, TechnikerIn oder auch MonteurIn. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. In der dualen Berufsausbildung zur RohrleitungsbauerIn wirst du in der Berufsschule unterrichtet und im Ausbildungsbetrieb praktisch ausgebildet. In deinem ersten Ausbildungsjahr gehört das Einrichten einer Baustelle, die Herstellung von Holzkonstruktionen und die Anfertigung von Baukörpern aus Stein zu deinen Ausbildungsinhalten. Im zweiten Jahr baust du darauf auf und befasst dich mit der Absicherung einer Baustelle im Verkehrsraum, mit dem Einbau von Wasserleitungen und mit der Herstellung von Baugruben und Gräben. Viele Inhalte aus den ersten beiden Jahren werden im dritten Ausbildungsjahr vertieft. Hinzu kommt der Einbau von Druckrohrleitungen und deren Sanierung sowie qualitätssichernde Maßnahmen und die Dokumentation deiner Arbeitsergebnisse. Geprüft werden deine Fähigkeiten und dein Wissen zum ersten Mal am Ende deines zweiten Ausbildungsjahres in der Zwischenprüfung. Am Ende der Ausbildung folgt die ähnlich aufgebaute Abschlussprüfung, nach deren Bestehen du staatlich anerkannter Rohrleitungsbauer oder staatlich anerkannte Rohrleitungsbauerin bist. Während deiner gesamten Ausbildungszeit musst du in einem Berichtsheft dokumentieren, was du gelernt hast. Dieses Heft wird regelmäßig von deinen AusbilderInnen eingesammelt und durchgelesen. Physikalische Kenntnisse und gute Noten in Mathematik sind ebenso wie ein guter Hauptschulabschluss wichtige Voraussetzungen, um einen Ausbildungsplatz als RohrleitungsbauerIn zu ergattern. Neben den schulischen Leistungen ist aber auch wichtig, dass du gut im Team arbeiten kannst und sowohl an anstrengenden Tätigkeiten als auch an Bewegung an der frischen Luft Spaß hast. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.